Willkommen zurück hier zur FIFA 16 Karriere. Heute mit dem Spiel gegen den ersten FC Heidenheim. Und die Frage: Sollen wir weiter Trainer von Wales bleiben oder sollen wir als Nationaltrainer zurücktreten? Schreibt es jetzt mal in die Kommentare, denn es lief bei der Nationalmannschaft nicht sonderlich gut und ich weiß nicht, ob ich mir das nochmal zutrauen will oder ob wir jetzt komplett auf den Verein konzentrieren wollen. Deswegen schreibt mal in die Kommentare, ob wir weiter bei Wales bleiben sollen oder ob wir als Nationaltrainer zurücktreten sollen. So, aber jetzt spielen wir erstmal gegen den ersten FC Heidenheim. Oh, spielen wir so. Und ich würde mal die neue Formation ausprobieren, die wir im letzten Spiel gemacht haben. Die wir im letzten Spiel gespielt haben. Das war die 4-1-4-1, beziehungsweise wie es hier heißt, 4-5-1. Mit Czerny hier. Müller ja passt. Und mal. Der Carsten kam dort mal von Anfang ein. Ja, von Anfang an rein. So, ja. Dann, was haben wir denn hier noch so? Hamann zum Beispiel mal als rechten Verteidiger ausprobieren. Why not? Winter könnten wir vielleicht auch mal machen. Agildes hat mir jetzt nicht so gut gefallen, hat man eigentlich nicht gesehen. Und Thiele kam nicht unbedingt zum Einsatz, deswegen nehme ich ihn mal mit. Ich lasse Vlachodimos im Tor. Gegen die Tore konnte er nicht unbedingt was machen. Am letzten Spiel, wo wir gegen bei Leipzig gespielt haben, schaut euch die Folge auf jeden Fall mal an, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt. Aber jetzt spielen wir erstmal hier gegen den ersten FC Heidenheim auf Weltklasse. Ja, das kann was werden. Aber ich glaube, dass wir gegen Heidenheim, obwohl es auch eine gute Mannschaft ist, doch vielleicht ein bisschen mehr Chancen haben werden. Oh Gott, das ist neblig. Ein bisschen mehr Chancen haben werden als gegen den RB Leipzig. Ah, nee, falsch. So. Und so. Okay, Heidenheim legt direkt los. Lauf da oben! Du hast so viel Rasen vor dir! Du hast so viel Rasen vor dir, Perez! So viel Rasen! Nutz es! Nutz es bitte aus! Schade! Und ich hoffe, sowas wird zum Beispiel in FIFA 17 besser, dass die Spieler einfach die Laufwege und die freien Räume besser erkennen. Weil das wäre einfach so optimal gewesen. Ihr habt ja gesehen, wie viel Platz der da oben hatte, ne? Das war eigentlich schon geschenkt, war. Oh, Abschluss von Vogelsammeln. Das war ja eigentlich schon geschenkt da oben. Ich muss mir abgewöhnen, den Ball rauszupassen. Jo! Der war schon aggressiv auf Weltklasse. Ach, wieso? Ah, was mache ich? Was mache ich? Was mache ich? Ich hätte vielleicht nach unten spielen sollen. Da war, glaube ich, jemand. Ah! Oh, Fehlpass. Carsten Kamlott. Ah, ich spiel's wieder zu Ding. Zu kompliziert. Ah, da war der Versuch. Da war der Versuch, den Ball in den Lauf zu spielen. Alter, leider nicht geglückt. Ah, schön. Hau ihn raus. Einfach raus, sondern Vlachodimos. So, Müller. Oh, der Ball war schlecht. Aber der ist im Aus, das ist Abschluss für uns. So, jetzt. Kamlott, schieß! Ja! Nee, Flicke was! Da ist es! 1-0! Ja! Schön! Unser erstes Tor Weltklasse von Patrick Pflücke. Carsten Kamlott schickt ihn da. Und Pflücke schiebt den Ball.
unter dem Heidenheimer Torhüter durch, unter den Armen. Ich weiß nicht, ob hier noch Jan Zimmermann im Tor ist. 1-0. Patrick Pflücker, sein zweites Tor in der zweiten Bundesliga und unser erstes auf Weltklasse. Und wir führen 1-0 gegen Weltklasse Heidenheim. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Jetzt ist entweder das Ergebnis halten oder am besten nochmal erhöhen. Nicht auf dem Spielstand ausruhen. Oh, das war ganz schlecht. Komm, Leute, probiert's mal. Schade, abgeblockt. Und wieder wollte ich es zu kompliziert spielen. Ich hätte vorher mal passen müssen. Oh, schön von Czerny. Herrlich, wie er dazwischen geht. Klasse. Und Pflücke, da kannst du probieren. Ah, schade, da war aber noch einer dazwischen. Müsste Eckball für Aachen geben. Ja. Was hat das für eine Ecke? Egal, die ist gut. Ah. Ah, ja. Tor war dazwischen. Ich hab den Namen nicht gesehen. Aber die waren am Anfang ein bisschen nah an der Grundlinie. Kam aber da doch noch sehr gut rein. Was kam dort hat er noch? Hammann, schauen wir mal, wie er die Flanke von da bringt. Die ist gar nicht mal so schlecht. Ja, abseits, okay. Okay, Czerny beim Abseits. Aber passt, 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 passt. Ah, Müller. Ach, nee. Es war nicht gut. Auf Czerny. Ach, wollte ich in die Mitte passen? Ach, okay, egal. Also einfach nur die Führung ist erstmal in die Halbzeit bringen. Komm drauf, drauf. Lachonimos, jawohl. Hauen raus, Junge. Und Halbzeit, jawohl. 1-0 Führung für Aachen in der Halbzeit. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Und ist auch Weltklasse, dass ich das mal erleben darf. So, ich könnte eventuell Müller auswechseln. Und für ihn mal Hackenberg bringen. Ich hätte eventuell einen Mittelfeldspieler mitnehmen sollen, oder? Das glaube ich ganz gut gewesen. Kann Weyer auch Mittelfeld spielen? Nee, kann er nicht. Wiedemann kann links und rechts das Mittelfeld spielen. Das ist gut zu wissen. Nee, aber noch müssen wir hier nicht weiter auswechseln. Nur Hackenberg für Müller, denn Müller war wirklich am Ende. Ja, und gehen wir mal ein Stück. Oh, sehr riskant. Oh, Kamlott wird da gefoult und das pfeift der Schiedsrichter. Das möchte doch schnell spielen. Hackenberg, der kann... Ah! Man kann doch ganz gut schießen. Ulrich ist im Tor bei Heidenheim. Hat diesen Ball dann aber doch pariert. Versuchen wir es nochmal. Ja. Ah, Hammann springt da dazwischen. Schade. Guter Versuch. Aber trotzdem leider Abstoß vom Heidenheimer Tor von Ulrich. Ich werde aber die Halbzeitlänge auch erstmal bei 5 Minuten belassen. Und einfach schauen, dass ich im Menü noch ein bisschen so drumrum rede bei Aufstellungen und so weiter. Weil ich jetzt erstmal ein paar Folgen produzieren will. So, okay, den hat Lachodimus sicher, oder? Ja. Spiel deinen Ball, Czerny. Nicht dahin, wo ein Spieler steht. Nicht dahin, wo ein Gegner steht. Also schon, wo ein Spieler steht, aber wo dein eigener Spieler steht, kein Gegner. Oh, ganz gefährlich. Ausgleich.
unnötig. Boah, da steht Vogelsammer ganz frei in der Mitte. Und da die Konsequenz daraus, das Tor für Heidenheim. Schade, Ausgleich. Oh, Pflücke! Wieso kann ich Pflücke da nicht auswählen? Genau da, wo der Ball hinkommt. Jo, jetzt dreht Heidenheim auf, Alter. Jau! Ach, das war kein Foul. Das war Körpereinsatz. Bitte. Oh Gott, gefährlich. Schnatterer, der kann schießen. Boah. Der hätte auch genauso gut reingehen können. Och, Pires. Ballername verkackt. Oh, es dreht Heidenheim auf. Schön von Baumgartel. Ah, ne, der ist im Aus. Kann ich irgendwas wechseln? Können, ja. Die Frage ist, sollte ich? Ja, wieder, man kann auch links spielen. Okay, dann müsste das eigentlich so gehen, oder? Ja. Schauen wir mal. Vorsichtig! Och, Leute. Oh, abseits. Jetzt nicht nachlassen. Nicht wieder den Schlendrian hinten reinbringen. Oh, ganz schlechter Abstoß. Abseits. Oh, jetzt dreht Heidenheim auf. Jetzt muss man schauen, dass wir sie unter Kontrolle halten. Schön von Wiedemann. Ha! Schön gespielt, wenn er angekommen wäre. Klasse. Das war doch kein Foul. Ach, bitte. Never. Never ever im Leben. Lachodimos, sicher. Passt ein Ball. Oh Gott. Schön, Kamlott. Schöne Flanke in die Mitte. Ach, Pires, geh hin. Geh doch hin zu deinem Ball, der da liegt. Ach, der Ball liegt da, schaut dich an und sagt... Nimm... Nee, das sage ich jetzt nicht. Das hat sich jetzt... Oh, ist der schnell. Flachodimos. Nee, ganz schlecht. Warum sind wir jetzt gerade hinten so offen? Warum ist da gerade keiner hinten? Das geht doch nicht. Wo ist die Verteidigung hin? Heieiei. Boah, schlechte Ballannahme hier von Vogelsammer. Jungs, was ist da los? Ich brauche nochmal einen vorne drin hier. Was ist da gerade los? Sehr schön. Foul! Und sowas pfeift er nicht, weißt du? Lauf! Pires! Ah. Diese langen Bälle über die Abwehr. Yo, kann er noch rennen? Och, nein. Ach, ganz schlecht. Bitte nicht. Lachodimos. Ah. Ist einfach nur noch gut verteidigen. Sehr schön.
vielleicht nochmal voll nach vorne. Noch nein, das war doch kein Pass in Lauf, du sollst zum Spieler spielen. Ah, das war's. Ach, Führung aus der Hand gegeben, Sieg verspielt, würde ich mal sagen. Mein Heidenheim hat aufgedreht, aber da waren es dann in der Verteidigung doch wieder so ein paar kleine Patzer drin, die nicht hätten sein müssen. Ja, ja. Unnötig, unnötig ist unentschieden. Ich meine, einen Punkt rausgeholt, ein Tor geschossen. Natürlich gut, aber trotzdem ein verspielter Sieg, wie ich finde. Ärgerlich. Sehr, 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 sehr ärgerlich. Sehr ärgerlich. Ich will einfach mal hier Ditgen trainieren. Auch keine Nachwuchsspieler, sondern die, die wirklich hier spielen. Zum Beispiel. Ja. Hammern. Oder? Oder Passlack, genau, Passlack. Ja, ja, das war Führung und Sieg aus der Hand gegeben. Kann man, glaube ich, wirklich so sagen. Ärgerlich. Chani hat ein Level-Up, das ist sehr gut. Ich glaube, mit der Aufstellung läuft es eigentlich ganz gut. Nur wir müssen gucken, dass wir die zweite Halbzeit auch noch irgendwie unter Kontrolle bringen. Weil die war ein bisschen unsere Schwachstelle. Und unser nächstes Spiel haben wir gegen Paderborn. So. Jetzt kommt zum Bildschirm Mannschaft absenden. Wir senden einfach mal die Mannschaft ab. Oh, Bailey ist verletzt, das ist natürlich ganz schlecht. Wir senden einfach mal die Mannschaft ab, aber ob wir mit der noch spielen werden, das ist euch überlassen. Wie gesagt, schreibt in die Kommentare, ob wir weiter mit Wales spielen sollen oder nicht. Und ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn wir gegen den SC Paderborn spielen. Und würde ich sagen, haut rein, Leute. Und dann würde ich auch sagen, mach mal Schluss für heute.